Vor unendlich langer Zeit, bevor alles begann, war die Zeit noch gar nicht erfunden. Das Leben gab es nicht in der Form, wie ihr es heute kennt. Es gab kein Gut oder Böse. Alles war eins. Und das Gleichgewicht der Welt stimmte. Sicher gab es schon Licht und Schatten, aber diese waren ausgeglichen und nahmen sich nichts. Eine Einheit. Als die Menschen auf der Erde ihren Platz einnahmen, war erst einmal alles gut. Doch dann entwickelten sich die Kräfte, dunkle Kräfte, die die schwachen Herzen der Menschen erfüllten. Die Gier nach Macht, Reichtum und die damit verbundene Gewalt schienen die Oberhand zu gewinnen. Dann kam er, kurz bevor alles verloren war, tief aus den Weiten des Kosmos, um das Gleichgewicht zwischen Liebe und Hass wiederherzustellen, die Menschen wieder zu vereinen. Der Kranichstein. Eine lange Zeit hielt auch der Frieden und das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse. Und das war auch gut so. Um dies zu bewahren, beschützten drei Clans verschiedener Erdlinge den Kristall. Die Yamis, die Kestners und die Aviators. Ich habe euch gesucht. Endlich begegnen wir uns. Heute gibt es kein Entkommen. Doch das Böse versuchte immer wieder, den Stein an sich zu reißen. Träumt was Schönes. Diesmal wird uns niemand aufhalten. Und es gelang ihm auch. Jetzt schließt sich der Kreis. Endlich der Stein. Nun zeigen wir allen, wer die Herren dieser Galaxie sind. Doch einer der Kristallwächter, ein Yamis, konnte das Böse überlisten und holte sich den Stein aus den Händen des Bösen. Was ist hier los? Der Stein gehört mir. Worauf wartet ihr? Lauft! Er flüchtete in die Wälder. Er flüchtete in die Wälder. Er flüchtete in die Wälder. Wie erkläre ich das nur ihrer Mutter? Ich muss weinen. Er ist entkommen. Dreht jedes Blatt um, durchforstet den Wald. Und du bekommst Handyverbot. Deine Mutter verzeiht nicht, wie ich verzeihe. Er flüchtete in die Wälder und musste den Stein, da er verfolgt wurde, verstecken. Ewige Zeiten blieb der Stein verborgen. Bis er 1399, nach menschlicher Zeitrechnung, nach der großen Rodung von einem armen Bauern gefunden wurde. Njam, njam, njam. Dieser verkaufte aus Hunger den Stein unwissentlich an das Böse. Braver Bauer, guter Bauer, fein gemacht, fein! Wo er jahrhundertelang verblieb,
Erst 618 Jahre später konnte er von den Yames wieder aufgespürt werden. Doch die Zeiten hatten sich geändert. Es war Diebstahl. Sehr geehrte Damen und Herren, einen schönen guten Abend. Das ist unser Hauptthema des Tages. Der sogenannte Diebstahl des Kagelstein bewegt die ganze Welt. Es ist zwar nicht bewiesen, ob dieser Kristall wirklich magische Kräfte hat, die die Welt beschützen, aber er hat die Bevölkerung in zwei Lager geteilt. Überall in Deutschland gibt es Demonstrationen für und gegen die Freisprechung des mutmaßlichen Täters. Tausende von Menschen gehen auf die Straße, doch die Polizei hat nach eigenen Angaben alles im Griff. Eventuelle Bedeutung des Steins bewusst oder kennen seine Geschichte, über die auch noch nicht viel bekannt ist. Vielen gibt er Hoffnung und nicht wenige sehen in ihm die Rettung des Guten in unserer Welt. Deshalb haben wir eine Umfrage gestartet, was die Menschen von dem Diebstahl halten und wie man damit umgehen soll. Wenn wir den Dieb des Kranichsteins in die Hände bekommen, werden wir ihn Kiel holen. Ich kann nur sagen, derjenige, der den Kristall geklaut hat, dem Drecksack gehört der Arsch versohlt. Das ist meine Meinung. So, fertig. Wer es wagt, den Kranichstein zu klauen, wird von Dracula persönlich in einer Form der Fledermaus verwandelt werden. Das heißt, er wird den Rest seines Lebens den Kranichstein, den er gestohlen hat, als Fledermaus um den Hals tragen, im Kreis fliegen und es wird ihm schrecklich schwindelig werden. Deswegen meine Forderung an den Kranichstein-Dieb, rück ihn raus, sonst mache ich dich zur Fledermaus. Der Kranichstein, er ist weg. Aber, also ich bin ehrlich... Wir waren's nicht. Ich war's nicht. Ich glaube, ich habe dich gesehen, wie du ihn stibitzt hast. Nee, du musst dich verguckt haben. Aber eigentlich kann man ja auch gar nicht vom Diebstahl sprechen, wenn etwas abhanden kommt, was eigentlich allen gehört, oder? It's magic. Kranichstein. Genau, und deswegen fordern Frederik und ich und alle anderen... Was fordern wir? Oh. Freiheit für den Kranichstein, Chaka! Genau. Das ist der Kranichstein. Oh. Wo ist denn der Kranichstein? Wer hat denn den Kranichstein weggenommen? Vor allem irgendeiner, der wahrscheinlich überhaupt nichts damit anfangen kann, und ist der Stein weg. Würde ich mir endlich sagen, wenn ich den Typ kriege, dann wird er am Schluss, also wenn ich ihn gekriegt habe, also den und den Kranichstein und der wieder bei uns ist, dann wird der Typ am Schluss nur sagen, Weine können dich. Weine. Was für den Fußball gilt, gilt auch für die Welt. Gerechtigkeit. Freiheit für den Kranichstein. Hallöchen, hier ist das Aröchen aus Darmstadt. Der Stein ist ja jetzt fort. Gar nicht so schlecht, weil der gehört allen. So sieht's aus. Freiheit für den Kranichstein. Natürlich hat dieses Problem auch die anderen Länder erreicht. Unser Journalist Johnny Boy befindet sich vor Ort in den USA. Wir schalten direkt live zu ihm. Guten Tag, auch hier in den USA hat der Vorfall viel Aufsehen erregt. Die Profis aller Länder beraten sich schon bei einem Treffen. Hallo ihr Lieben, wir haben uns hier extra versammelt in den Vereinigten Staaten bei der Jahrestagung der American Academy of Forensic Sciences, um ein drängendes Problem zu klären, nämlich nachdem jetzt der Kranichstein, der Glück und Ausgleich zwischen Gut und Böse, Frieden und so weiter bringt, nachdem der jetzt geklaut wurde, von jemandem, der es aber eigentlich gut gemeint hat, ist natürlich ein Riesendilemma. Wir sind hier in einem Land, in dem es die Todesstrafe gibt und die auch ausgeführt wird. Das heißt, die Leute sind ein bisschen vorsichtiger, sich zu überlegen, wer jetzt schuldig ist und nicht schuldig und böse und nicht, weil, wie gesagt, kann man ja dafür hingerichtet werden, wenn man Pech hat.
Ob da auf Diebstahl jetzt gleich die Todesstrafe steht, das weiß ich nicht. Hier gibt es auch ein anderes Rechtssystem, nämlich das Jury-System. Außerdem sind Leute aus Kolumbien hier, aus der Schweiz, aus Kanada, aus Thailand, aus der ganzen Welt. Und wir werden das Thema dieses Diebstahls mal thematisieren und hoffentlich kommt was dabei raus. Aber wir haben uns zusammengesetzt. Wir tun, was wir können. So, jetzt haben wir nachgedacht und nochmal uns den Kopf frisch gemacht, sind einmal in den Block gegangen und Ines teilt mit, was man macht, wenn jemand im Guten was klaut. Ich denke, auch im Guten sollte man nichts klauen, weil das ist ja dann nicht mehr gut, dann ist man ja böse. Genau, und da seht ihr das schon, da kommt auch schon die Polizei. Zack, also, klauen ist immer schlecht. Du vertraust dann auf andere Mächte, zum Beispiel die Polizei oder sowas, die das dann für einen irgendwie... Ja, ich finde, jeder sollte gleich behandelt werden, egal ob er jetzt gut ist und Gutes machen will. Deswegen sollte die gleiche Strafe erfolgen wie jemand Böses, der Böses machen will, wenn das Gleiche passiert ist. Dann kann man ja das Strafmaß immer noch ein bisschen anpassen. Nein. Aber zunächst mal... Einfach fair sein. Einfach fair sein. Also, die forensische Gemeinschaft und die Flo, wir haben entschieden. Und die Polizei. Ich gebe zurück nach Darmstadt. Tschüss. Danke, Johnny Boy. Die Verhandlung ist leider nicht öffentlich. Die ganze Welt schaut gespannt nach Darmstadt. Es wird keine leichte Entscheidung für das Gericht. Hoffen wir das Beste und man darf gespannt sein. Die nächsten Neuigkeiten erfahren Sie heute Abend wieder hier in diesem Kanal. Das war's von uns. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und tschüss. Fest. Ist ja gut, euer Ehren. Arr, das kann nicht so schwer sein. Wir verhandeln heute einen Diebstahl über einen Stein, der Kranstein heißt. Entschuldigung. Das hier soll der Kranstein sein? So mickrig. Was soll an dem besonders sein? Ja, so sieht man ein paar Streifen. Was ist daran besonders? Sehr geehrter Richter, diesem Stein schreibt man magische Kräfte zu. Er soll nach der Legende seinen Besitzern Glück, Gesundheit, Hoffnung und Schutz bringen. Außerdem hält er das Gleichgewicht zwischen Gut und Böse. Sowas habe ich allemal ja noch nie gehört. Ja, hätten Sie sich vorher ja richtig informiert. Vorsichtig, meine Liebe. Es reicht, wir sind hier wegen eines Diebstahls, nicht wegen einer Aberglaube. Diebstahl? Hier geht es nicht um Diebstahl. Die Familie meines Angeklagten beschützt diesen Stein schon seit Jahrtausenden. Ob es sich um einen Diebstahl handelt oder nicht, entscheide immer noch ich. Frau Anwältin, wollen Sie nicht was zur Anklage sagen? Schauen Sie sich doch noch einmal meinen Mandanten an. Sieht so ein Verbrecher aus? Diese Augen? Niemals, er rettet sogar in seiner Freizeit Leben. Er ist beim DLRG. Rettungsschwimmen. Kollegin, also dieser Blick, egal. Dieser Stein gehört meinem Mandanten. Der Stein wurde aus seinem Schloss gestohlen. Dafür gibt es Zeugen. Ruhe! Wo sind wir denn hier? Das ist immer noch mein Gerichtssaal. Der nächste, den jemanden unterbricht, fliegt mit einem persönlichen Kick raus. Hurra! Natürlich nicht Sie, Herr James. Schade. Also gut. Herr Anwalt des Klägers, wollen Sie uns nicht etwas erzählen, wie es abgelaufen ist? An diesem Tag ist der Angeklagte in das Schloss meines Mandanten Lord Hackwurst eingebrochen. Thank you.
sagen Sie doch was. Herr Richter! Ich habe doch gesagt, dass hier keiner einfach mehr reinredet. Also, Herr Richter, der Angeklagte wird sich doch wohl noch verteidigen dürfen. Ruhe jetzt! Es reicht mir. Es wird Zeit für den ersten Zeugen im Anklagestand. Herr Schmidt, erzählen Sie uns doch, was an dem Tag passiert ist. Es war ein ganz normaler Tag. Wir liefen durch den Schlossgang und ich berichtete meinen Chef über die Sicherheit des Hauses. Ach so, und gibt es dafür Zeugen? Das ist doch völlig uninteressant. Ach, meinen Sie? Also bitte, das muss ich mir noch nicht bieten lassen, Herr Richter. Hallo, Herr Richter, ich kann mir das noch nicht bieten lassen. Ja genau, Ruhe, Herr Schmidt, erzählen Sie weiter. Ja, Eure Ehren, wie gesagt, wir unterhielten uns, als der Alarm plötzlich losging. Meinen Mandanten erkennen. Gab es Aufnahmen? Ja, aber leider schlechte. Oh, ich hab den Diamantenklau. Aha. Lassen Sie meinen Zeugen ausreden. Erzählen Sie weiter. Also, als ich... Und dann kam es zu der gefährlichen Verfolgungsjagd mit Verhaftung. Wichtig. Wo ist der Kristall? Na also, der Fall ist klar. Das entscheide ich, der nächste Zeuge. Ja, wie? Entschuldigen Sie, mein Mandant kann leider kein Hessisch. Was? Wie bitte? Hallo! Sehr geehrter Richter, sehr geehrte Anwesende, auch wenn das nicht der beste Weg war, musste ich den Stein den Bürgern von Kranichstein wieder beschaffen. Also kein Diebstahl. Auch wenn Sie nicht an den Stein glauben, sehen Sie ihn als Zeichen der Hoffnung, dem Glauben an Glück und Gesundheit, Liebe, Freundschaft und Schutz. Wenn das Böse, der Kläger, den Stein in seine Hände bekommt, wird die Gier auf Macht und Geld alles Gute auf der Erde vernichten und es wird Dunkelheit herrschen. Und wenn Sie nicht an die Kraft des Kranichsteins glauben, so sehen Sie ihn als Kulturgut der Bürger. Ich hoffe, Ihr Herz entscheidet richtig. Kultur, naja, also da es bald dunkel wird, der Stein kommt wieder nach Kranichstein. Das kann nicht sein, das ist Betrug! Nice. Aber ganz ohne Strafe geht es nicht. Der Angeklagte bezahlt die Verfahrenskosten und kriegt eine Woche Hausarrest. Sag mal, stimmt es eigentlich, dass der Stein magische Kräfte hat? Genau kann man es nicht sagen. Auf jeden Fall ist es ein Symbol, ein Zeichen, um den Menschen Hoffnung zu geben und den Mut, mehr Gutes zu tun. Na dann, hoffen wir das Beste. Zwar gewann das Gute diese Schlacht, aber man kann sich nie sicher sein.
Das Böse lauert überall in verschiedensten Formen. Und es wird immer wieder versuchen, den Stein in seine Hände zu bekommen. Aber auch das Gute wird stets zur Stelle sein, um die Welt zu beschützen. Puh, wo bin ich denn hier gelandet? Das riecht aber. Und jucken tut's auch schon wieder. Was soll ich hier? Harald Butter hier? Ja. Ich bin schon hier. Ja, ich kümmere mich um den Stein. Ich bin unterwegs. Immer ich, der Auserwählte. Wenn es brennt, dann bin ich gut genug. Schuldirektor wollte ich werden, kein Agent. Aber wehe, wenn's wieder heißt, er ist wieder da. Es liegt an den Menschen alleine. Sie müssen optimistisch und zusammen in die Zukunft sehen und dafür kämpfen. Grundwerte wie Respekt, Freiheit, Toleranz, Solidarität, Gerechtigkeit, Gleichheit und Verständnis sind nur einige Werte, nach denen jeder Mensch leben sollte. Wir sind alle gleich. Auch ihr müsst besser auf eure Welt achten, denn ihr habt nur eine. Der Kranichstein kann es nicht alleine. Und wie es weitergeht, liegt nur an euch. Ob und wie ist noch ungewiss. Aber das ist eine andere Geschichte.